Sind Hörgeräte die einzige Möglichkeit bei einer Schwerhörigkeit? Darum soll es hier in diesem Video gehen. Und die Antwort ist relativ einfach. Nein, es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und welche Möglichkeiten es gibt, die erkläre ich dir hier in diesem Video. Früher hatte man immer diese Idee und auch ganz, ganz viele Menschen heute haben noch die Idee, okay, wenn ich jetzt schlechter höre, dann hole ich mir einfach Hörgeräte, packe die an mein Ohr und dann höre ich wieder ganz normal und das reicht auch an Technik und dann funktioniert das auch. Und das kann bei leicht schwerhörigen Menschen ab und zu mal vorkommen, dass sie dann die Technik verpasst bekommen und dann wieder ganz normal hören und keine Probleme in der Kommunikation haben. Die Realität ist aber, sobald man etwas schwerhöriger wird und die Technik bekommt und die Hörgeräte bekommt, dann scheitert die Technik an der ganzen natürlichen Alltagssituation, wenn man so will. Das heißt, die Technik sorgt dafür, dass man lauter hört, die sorgt aber auch dafür, dass die Nebengeräusche lauter werden. Das heißt, vor allem in diesen Situationen, wo du nicht alleine bist mit einer Person, sondern wo du mit mehreren Personen dich in einer Gruppe zum Beispiel verständigst und wenn dann noch zusätzlich Nebengeräusche dazukommen. Vor allem dann in diesen Situationen ist es super frustrierend zu versuchen, trotzdem in diesen Situationen was zu verstehen und trotzdem sich mit anderen Menschen austauschen zu können. Das heißt, die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist relativ einfach. Mit Hörgeräten ist man weniger schwerhörig, aber man bleibt leider schwerhörig. Das heißt, die Hörgeräte sorgen nicht dafür, dass man plötzlich ganz normal und in jeder Situation ganz selbstverständlich alles hören und verstehen kann, sondern es sorgt einfach nur dafür, dass es weniger Situationen gibt, wo man halt die Leute nicht mehr versteht oder weniger Situationen gibt, wo man bestimmte Sachen nicht hört. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, die über die Hörgeräte hinausgehen, die sind sehr, sehr vielfältig und es kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt gerne hören möchte und wie man in diesen Situationen vorgehen möchte. Es gibt zum Beispiel als allererste sogenannte Lichtsignalanlagen. Das sind kleine Geräte, die man in der Wohnung platzieren kann. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass man die Klingel hört, dass man das Telefon hört oder, was super, super wichtig ist, dass man auch den Rauchmelder in der Nacht hört, obwohl man die Hörgeräte zum Beispiel nicht dran hat. Das ist super, super wichtig, kann tatsächlich sogar Leben retten. Das zweite ist, man kann alternativ auch sogenannte FM-Anlagen benutzen. FM-Anlagen, das sind Funkmikrofonanlagen. Das sind so kleine Geräte, die man zum Beispiel einem Lehrer, einem Professor oder einer Person, die gerade etwas sagt, geben kann. Und das sorgt dafür, dass das, was gesagt wird, direkt an die Hörgeräte geschickt wird und man kann sich dann besser auf die Person konzentrieren und hat dann die ganzen Nebengeräusche nicht, beziehungsweise viel, viel, viel weniger. Und diese Geräte, die benutze ich zum Beispiel auch zum Telefonieren und zum Fernsehen schauen, weil das ist die gleiche Situation, man kann das mit dem Computer verbinden, das sendet direkt an die Geräte. Das dritte ist natürlich alternativ das Lippenlesen. Beim Lippenlesen ist es so, die meisten Menschen fangen automatisch mit der Zeit an, die Lippen auch zusätzlich zu benutzen, um Personen besser zu verstehen. Und das ist auch der Grund, warum es super wichtig ist, dass die Beleuchtung bei schwereren Menschen auch gut ist, damit man die Lippen auch super gut sehen kann und dementsprechend überhaupt damit arbeiten kann. Das vierte, was man auch benutzen kann, sind verschiedene Hörstrategien. Da gibt es ganz, ganz viele Leute. Es gibt sogar Leute, die sich darauf spezialisiert haben, dir diese Hörstrategien zu vermitteln und dir auch bei diesen Situationen mit der richtigen Hörstrategie zu helfen. Eine Hörstrategie kann zum Beispiel tatsächlich sein, wie man sich in so einer Gruppensituation hinsetzt. Zum Beispiel ist es sehr, sehr ungünstig, wenn man zum Beispiel auf Lippenlesen angewiesen ist, dass man sich so hinsetzt, dass das Licht von vorne kommt und das Gesicht von der Person, von der man dann teilweise auch von den Lippen ablesen will, dass das total dunkel ist und man dann gar nicht so gut von den Lippen ablesen kann. Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Strategien und es hängt ein bisschen auch davon ab, in welcher Situation du gerade bist und was du da letztendlich erreichen willst in diesen Situationen, dann kannst du auch verschiedene Strategien benutzen. Die fünfte Möglichkeit ist relativ simpel und das ist die Gebärdensprache. Die Gebärdensprache hat idealerweise nicht die Funktion, die gesprochene Sprache zu ersetzen und hat auch gar nicht die Absicht, dass du jetzt zum Beispiel nie wieder was hören darfst und nie wieder Musik hören darfst, sondern die Gebärdensprache ist einfach nur eine Ergänzung, die dir in bestimmten Situationen helfen kann, sodass du dich trotzdem mit Menschen austauschen kannst oder die dir einfach verschiedene alternative Situationen schafft,
wo du dich mit Menschen unterhalten kannst, ohne dass du jetzt Schwierigkeiten hast beim Verstehen oder Schwierigkeiten hast in dieser Situation, ohne dass du dich super anstrengen musst, die andere Person zu verstehen. Und mit der Gebärdensprache ist es halt wirklich so, dass das mit der Zeit immer relevanter geworden ist und immer wichtiger geworden ist, weil immer mehr Menschen verstanden haben, dass man nicht unbedingt komplett gehörlos werden muss, um das auch benutzen zu können. Und weil immer mehr Menschen auch verstehen, dass es Situationen gibt, wo Hörgeräte einfach an ihre Grenzen kommen. Das ist nun mal so, die Technik hat gewisse Grenzen und wo man sich trotzdem in einer Sprache verständigen können will. Das bedeutet letztendlich, mit der Gebärdensprache hast du die Möglichkeit, entweder mal abzuschalten und dich ganz locker, angenehm verständigen zu können, oder hast du die Möglichkeit, in Situationen, wo es eigentlich super, super anstrengend ist und wo du eigentlich nichts mehr verstehen könntest, dich trotzdem verständigen kannst und trotzdem mit Menschen kommunizieren kannst. Ich persönlich finde es einfach super praktisch, wenn man halt die Wahlmöglichkeit hat und nicht immer auf die Technik angewiesen ist oder auf bestimmte Personen angewiesen ist, sondern dass man da etwas flexibler ist. Und dabei können wir dir letztendlich auch helfen. Das heißt, du kannst dich dann auch in der Gebärdensprache unterhalten und hast dann auch selber diese Wahlmöglichkeiten. Klingt das interessant für dich? Dann melde dich einfach unter www.heikeburach.de und ich freue mich darauf, mit dir über das Gebärdensprachenlernen zu sprechen.